geht. Da. Kommt zurück. Sind das wir wieder. Vierte Mal heute. Vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, zwanzigste. Ja, irgendwie so. Ja. So. Wie versprochen, noch ein bisschen Samira Luna Action heute. Yay. Yay. War der Plan jetzt? Ach, hier oben hin, ne? Ich bin noch gar nicht im Spiel drin, aber ich muss dich sowieso noch einladen. Ja. Freunde. In Lupro einladen. Joho. Wer ist das denn hier überhaupt? Ach, McDurk. Haha. Hm? Ja, ich sehe gerade McDurk hier. Verdammt, verdammt. Hallo, Queen. Kann ich sehen? Hast du Dings TV geedit? Dings TV? Ja, habe ich gemacht. Er okay, war auch ein bisschen, weil der Raid ist er mitgekommen quasi. Haben ein bisschen gequatscht, wohin. Ah, nicht Gruppe, klar. So. So, also. Was wollen wir machen? Genau, da oben. Da ist der Haken gesetzt. Genau. Einen Punkt haben wir auch, siehste. One Six, was wollte ich noch? Mal hier reinkommen, was soll's. Jetzt haben wir ja schon halb weg wieder. Zur Stadt. Ja, ja. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ach so! Ja gut, okay. Hm. Den Weg habe ich jetzt in deiner Ladezeit auch, glaube ich, wieder gemacht. Aber nicht schlimm. Passt ja, ist ja hüpft wie gesprungen. Hallöchen. Hi. Na? Ja. Oh, wir hatten vorhin, ich habe eben gerade mit meiner Karte hier auch dieses Gebiet gespielt. Ja. Und wo ich vorhin sagte, da war eine Lilith-Statue, wird bestimmt eine sein. Und ich keine gesehen habe, war wirklich eine gewesen. Nur oben habe ich geguckt und unten war sie. Bisschen versteckt. Ah, oh, schön doof. Die haben also quasi komplett eine verpasst, deswegen. Weil ich nicht gucken kann. So ist das. Ja, wir sind schon alt, ne? Ja. Ja. Hallo, Lorat. Altes Haus. Irgendwo in diesem Paradies hey, Severin. Hat die Triune ihren alten Tempel. Ja, aber nur kurz, dass du gut lachst dann. Ach so. Ach doch nett. Da können wir nicht einfach hinein. Ja. Ich glaube, das haben wir. Schrein ist okay. In der Nähe. Hatten wir schon Samira, ne? Die Quest von vorne starten. Na, Bals haben wir schon gehabt, die Quest. Ja. Ja. Ups. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, was haben wir ja, ne? Aber ist okay. Der hat er kam? Mhm, natürlich. Ich habe keinen Mana mehr. Wenn wir reinkommen hier in die ganze Tastbewegung. Ja, frag mich mal. Ich komme mal von deiner Kalasse hier. Kalasse. Ganz anders. Da, 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 da. Aber ich kann nur wieder sagen, also die Schatten-Evolution spielt sich mega geil gegen viele Gegner. Soll ich aber durchlaufen eigentlich nach oben? Ja. Wir müssen nicht alle töten hier, ne? Nein. Okay. Also ich will dich nicht drängen, aber ich würde dir nochmal nahelegen, zumindest der Schatten-Evolution zu versuchen, anstatt von Gift. Ich mag Gift. Ja, ja. Ich sag ja wohl. Musst du nehmen, aber ich... Ist halt geil. Wobei die sterben jetzt aber ganz schön fix auf einmal, kann das sein? Was ist fix? Die sterben so fix auf einmal. Ja. Komisch. Ist immer welche über zwei? Hm. Gott, ich meine, warum nicht? Ja. Ah! Ich hätte es nicht wissen, wo lang wollen. Au! Lass mich durch. Ich hab's nicht auf Kämpfen. Ah! Kämpft euch selber. Siehst du? Ja. Trankschlürfen vergessen. Mal wieder. Schlecht. Ja. Ach, da oben ist er auf. Nee. Nein, ich gebe nicht auf Kurin. Ich krieg Samira noch zu Schattenfusion. Stimmt. Kurin meint, die Statue war wirklich angepasst und der. Ja, die war echt gut versteckt. Unscheinbar. Also, wenn ich nicht gesehen habe von der Karte, dass sie da sein soll, ich hätte auch geguckt und wäre weitergelaufen wieder. Ja. Diablo, Herr des Schreckens. Jede Angst der Sterblichen, jeder Albtraum. Er ist der Keim all dessen. So war es schon immer. Sprecht seinen wahren Namen. Al Diabolos. Al Diabolos. Seit wann haben die wahren Namen? Spanisch. Irgendwie ja. Schon, ne? Auch gleich sterbe ich wegen ihnen. Oder ich. Super ja, Kopfkarneval. Sterben ist nicht geil. Das wollen wir alle nicht. Oh. Und hast du diese Quest auch gemacht? Oder wie? Nein, nein, ich hab gar keine Quest gemacht. Ich hab nur so rumgelaufen, hab Lilith-Stattung gesammelt und ich hab die PvP-Zone gefunden. Mhm. Das war Spaß. Ich hab ein Spiel gekillt.
Ah, scheiße. Die war leider nicht gut besucht. Ich habe nur einen gefunden, die habe ich auch gekillt, aber. Aber ist cool. Ist cool. War lustig. Glaube ich dir. Ich mag PvP. Ich habe voll Bock. Mit mehreren Leuten in der Gruppe im PvP zu sein irgendwann mal. Da musst du auch mit. Was ich alles muss. Ja, ey, was du das, alles das, musst. Das, Schatten-Person, bla, und dies, und PvP. Ja, Schatten musst du da nicht machen. PvP ist wichtiger. Ich bin ein Individuum. Ich spiele wie Individuum. Ich Individuum. Individuum. Bum. Ja, ja. Und dennoch musst du Dinge tun wie atmen, essen, schlafen. Ich habe keinen Mana mehr. Du Individuum, du. Ja, Kurin, er ist schon ein toller Typ, ne? Was? Ich hab da einen Hauch von Ironie rausgehört. Nein, du hast extra die Quest mit dem anderen nicht gemacht, weil du die zusammen machen wolltest. Ach so, ja, das stimmt. Fake Arnold, du bist zurück. Ja. Individualität wird völlig überbewertet. Völlig. Sag das in meiner Branche. Bist du tot? Ich bin noch nicht bereit. Du um deine Mafia-Branche. Ja. Ach, Iron ist auch da. Guck einer an. Mensch. Ich dachte, du lernst den ganzen lieben langen Tag. Kann ich hier lang? Ja, hier oben. Okay. Mal ganz kurz. Hä? Ah, ich will nicht, jetzt gehe ich drauf. Hä? Achso. Mephisto, der Herr des Hasses. Vater von Lilith. Seid vorsichtig. Ihr Blut ist bereits Teil von euch. Ja, was singen muss ich ja normal machen? Ich komme damit zurecht. Seht ihr? Die Macht hier bringt euch bereits aus der Ruhe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich damit zurechtkomme. Sagt mir, was ich sagen soll, und sucht dann den Tempel. Mephistopheles. Ja, so sei es. Wenn ihr bereit seid, sprecht den Namen Dul Mephistos. Aber seid vorsichtig. Ja, komm. Ganz kurz, Iron, wie läuft's bei dir bei Diablo? Bist du da schon weiter oder bist Sport und BWL gemacht heute? Zack. Mephistos. Mal, guck mal. Ich kann gerade nicht gucken. Toll. Mach's nochmal. Nee, hier, guck was mal. Was hast du da für ein... Was genau meinst du denn? Ja, komm mal her. Ich bin auch hier. Siehst du, die Frau hier hat die so einen dicken Kopf oder ist das ein Stein? Das ist ein Stein. Die Frau liegt bei mir daneben. Ich habe nur die Beine und die Schulter und der Kopf könnte... Nee, ich habe einen kompletten... Ich habe eine ganze Frau und der Stein liegt daneben. Bei mir ist das ganz klar. Ach so. Ich nicht. Stufe 17, okay. Sporten, okay, okay. Ah, viel gemacht heute, sehe ich schon. Bro. Oh, der Wolf. Was? Spoiler mich nicht, ich bin noch in der Ladebildschirm. Oh, Verzeihung, die zwei Sekunden also, Spoiler. Der Wolf. Ja, spoiler mich nicht. So sehen wir uns wieder. Dutzi. Mephisto. Ich weiß, wer ihr jetzt die seid. Die ist Mephisto. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass wir einander... Ach, das ist Mephisto! Krass! Der sterbliche Elias will die Macht der großen Übel für seine eigenen Zwecke nutzen. Ja, cool, dass er da eine Rolle Niemand hat. Ist sich noch seiner Stellung bewusst, was... Seine Einmischungen haben Echos der Vergangenheit in meine Zuflucht des Hasses geführt. Aber ihr und ich... Wir können alles wieder ins Lot bringen. Sobald ihr diesem Reich Frieden gegeben habt, werde ich euch meinen Segen geben können. Wie krass. Wir arbeiten mit Mephisto zusammen? Ey, was? Wie oft ich in meinem Leben Mephisto gekillt habe für geile Items in Diablo 2. Jetzt bin ich sein bester Buddy. Ja, das ist so niedlich. Ja, nicht wenn du ihn echt sehen würdest. Außerdem hat er ein halbes kaputtes Gesicht. Ey, wie geil ist das? Ich finde das mega geil gerade. Also das hast du natürlich nicht als Samira, ist klar, aber ich habe ja eine gewisse Geschichte mit dem Mephisto einfach. Das ist geil. Das ist voll geil. Kann man ja auch Hallo sagen und streicheln? Hallo. Hallo. Nee, kann ich nicht, schade. Ja, auch betrachten leider nicht. Würde ich gerne mal richtig... Als wie... Da die Perspektive nicht ändern kann, ist trotzdem ein bisschen schade. Ja, das stimmt. In dem Fall ja. Mal angucken. Kommen die Toten nicht zur Ruhe. Wenigstens. Ja, ist richtig. Wie geil, wie viel ist die Zusammenarbeit, ey. Es kann nur nach hinten losgehen.
Ich habe keinen Mana. Ich bin ja aber sowieso überzeugt. Ich weiß ja nicht, was man hier für Endgegner hat in Diablo 4. Ob man stupide echt Lilith als Endboss hat oder dann noch was anderes oder keine Ahnung was. Aber ich bin überzeugt davon, weil ja Diablo 4 noch über viele Jahre unterstützt werden soll, dass man früher oder später in DLCs auch gegen Mephisto, Diablo, Baal und so weiter kämpfen wird. Da bin ich absolut sicher. Und ich freue mich drauf. Wird geil. Alle mal wieder zu sehen. Seit Diablo 2 verschollen, jetzt alle bekämpfen. Das ist ja super cool. Wäre ich voll dabei. Mega. Ach, tolles Spiel. Auf die Fresse. So. Welcher Charakter war nochmal Tank? Hauptsächlich Barbar aktuell. Ja, Druid ein bisschen, aber Barbar hauptsächlich. Der hat auch die stärkste natürliche Schadensregeneration. Druide konnte das mit den Tieren machen, oder? Wie bitte? Der Druide konnte das mit den Tieren machen? Ja. Oder wer war das? Na, Druiden kannst du als Werwolf oder Werbär spielen. Also Nahkampf und Tank oder als Magier oder eben als Beschwörer oder als Hybrid. Das ist einiges offen dafür. Druide ist schon geil. Ja, dann reicht das hier langsam immer, dass ich alles abkriege. Und dann darauf gehe. Naja. Ich bin nicht das Leckerli. Nein. Ah. Nee, du bist der Unsinnige, das sieht man ja. Ja. Hallo. Gut gemacht. Ihr seid dazu geboren. Ja. Fanpirat, danke fürs Reden. Ich hätte nicht gedacht, dass Hallo, Fanpirat ein großes und Übel die Hilfe eines Sterblichen benötigt. Ja. Ich hatte in den letzten Jahren Pech. In diesen Seelensteinchen gefangen, in die Hölle zurückgestoßen. Armer Mephisto. Meine Essenz formt sich erst neu. Darum ist meine Macht begrenzt. Wir haben all unsere Höhen und Tiefen, nicht wahr? Wie geil ist, Mephisto so sprechen zu hören, ey. Ihr habt weitaus Schlimmeres verdient. Ich habe euch nur meine Hilfe angeboten. Und doch lohnt ihr es mir mit Hass. Passt doch zu dir. Wieso konzentriert ihr euren Zorn für den Moment nicht auf Lille? Ihr habt meinen Segen. Vernichtet sie. Rettet eure Welt. Der will seine eigene Tochter tot sehen. Vor allem... Die Bösen sterben doch nie hier. Warte, was hast du denn hier? Die Opfer meines Bruders Baal. Ah. Er legte lange vor eurer Zeit die Lande der Barbaren in Schutt und Asche. Ich erinnere mich. Ich wünschte, ich hätte es mit eigenen Augen sehen können. Ich hatte aber nichts damit zu tun. Elias hat das Gleichgewicht im Tempel der großen Übel gestört. Und diese Schatten der Vergangenheit gehören in Baals Reich, nicht meins. Aber ihr Hass ist mir willkommen. Ach, ist das geil mit Mephisto. Ist das geil mit Mephisto, ehrlich. Der ist so niedlich. Ja, ja. eine geile Stimme hat er auch, ja, richtig. Ja, die Stimme ist echt gut. Crossfitter, ja. Philosophie, Mephisto. So. Dafür. Jawohl. Oh, das ist geil. Aber ehrlich, wenn wir Lilith töten, die wird doch wie die Mephisto eh nicht richtig sterben und keine Ahnung. Nochmal danke fürs Raiden, richtig geil. Ja, Fanpirat ist ein guter, habe ich immer schon gesagt. Hier mal, Samira, das hier, ne, die Statue, das ist Mephisto mehr oder weniger, wie er eigentlich aussieht. Das ist das große. Okay, nicht ganz so, aber ein bisschen abstrakter sieht das schon aus hier. Aber so ungefähr. Ja. Und der ist jetzt der. Der ist jetzt der Wolf quasi. Der Sohn von Diablo oder die Nein, der Bruder von Diablo und Baal. Bruder. Das sind die drei großen Übel, sind Brüder und Lilith ist halt seine Tochter. Okay. Und er ist gegen seine Tochter? Ja. Oh, naja, seine Tochter hat ja auch mit dem Engel rumgemacht und dabei kamen die Menschen mehr raus mit der gesamten Welt hier. Ah, okay, das weil ich auch missfiel sowohl der Hölle als auch dem Himmel. Hier lang. Weil es halt ein gewisses Ungleichgewicht geschaffen hat, aber seitdem wollten halt auch beide Sphären quasi diese Welt für sich haben, irgendwie um die ein Stück weit zu beeinflussen nach ihren eigenen Vorstellungen, ne? Wie es halt immer so ist. Da
dam, da dam, dam, da. Wollen mal die Menschen anfangs, noch die Nephalem, die Töchter und Söhne von Dämonen und, Engeln. Und damit ein bisschen stärker noch als die tatsächlich vom Potenzial her, was die auch nicht geil fanden. Und darum wurde ja die Macht der Menschen über die Jahre ein bisschen versiegelt. Deswegen sind die meisten Menschen halt doch deutlich schwächer als eben das. Ich habe kaum noch Mana. Ich brauche in Diablo 3 haben wir einen wiederauferwachten Nephalem gespielt und dadurch auch die alle besiegen können. Und die haben bald, keine Ahnung, random Helden wieder, was ein bisschen merkwürdig ist dann, aber so ist es halt. Okay. Na danke, Arjen. Ich bin noch nicht bereit. Die Challenge wächst bei mir auf dem Kanal. Das ist ungut. Ganz ungut. Ja, ja. So, wer geht's hier? Ja. Warum habt ihr so lange gebraucht? Ach, komm schon. Ich habe etwas beim Schrein gesehen. Einen Wolf. Puff. Es ist bekannt, dass Mephisto eine derartige Gestalt annimmt. Ist der schlau. Ich begegne ihm nicht zum ersten Mal. Sieht geil aus, der Hintergrund. Was? Und das habt ihr mir verheimlicht? Ja. Wir alle haben unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Horadrim? Dafür ist jetzt keine Zeit. Elias könnte schon mitten in seinem Ritual sein. Macht euch den Kopf frei, bevor wir weitergehen. Guck mal, Samira, ein Aussichtspunkt. Willst du? Wenn du mir den Vortritt lässt? Ja, los. Mit F. Echt schwach, dass es nur einmal geht irgendwie, aber naja. Geil. Bercibo. Bercibo? Kaffee? C-I-V-O. Cibo. Eine Gurke, ehrlich? Fake Arnold? Na gut. Aber ich kann es immer wieder machen. Komisch, dass du es nicht kannst. Ja, einmal, keine Ahnung, das wird halt pro Charakter irgendwie komischerweise gelockt. Total blöd. Ja, weder gucken wir das beide angucken. Geändert irgendwann, aber. Komm hier. Ja, einmal runterkraxeln. Aber ob wir jetzt gleich den Arktboss tatsächlich haben, dann sind wir recht fix durch damit. Aber gut, das ist. Sollte durchaus realistisch sein. Oder. Lange schon wieder. Arktboss ist. Ha, 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 ha. Komm, ich will immer so schnell die Witze reißen. Gehen. Nein, das sind meine. Level up. Hey, hey. Zack, 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 zack. Runterkehr dann. Ja. Was nun, teleportieren wir uns gar nicht mehr, der Teleportateur? Ich habe vergessen, ich habe nicht mal Chat geguckt, deswegen schwierig. Ja. So, besser? Nee, das ist ja nicht. Oh, ich mag die Gegend hier so gerne. Ja, wie zu Hause, ne? Ja. Hier könntest du wohnen und arbeiten. Wie mein Domizil in Minecraft auch, wenn ich das da gebaut habe. Es war immer alles mit Lava voll. Gar nicht so warm. Ja, aber Lava ist okay, Sonne ist halt doof. Die Lille Schreine, ja. Nee. Gehen wir da nachher noch hin? Oder? Wohin? Zu den Schreinen, die wir nicht gefunden haben? Heute wahrscheinlich weniger. Ich muss ja dann doch halbwegs irgendwann ins Bett. Und ich hab's jetzt auch leider nicht an dem Kopf. Hab jetzt einmal gemacht. Eine Person, ich. Ach, ich wüsste, wo der gewesen ist, tatsächlich gut. Das weißt du jetzt schon nicht mehr? Nee. Ich habe halt einige Schreine gesammelt. Hm. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Den Ball kann ich ja. Ach, der Chat mal wieder. Also mein Chat ist auch schon jetzt ganz schön in aktiv, also aktiv. In Action. Ja, also, so, an der Stelle an alle lieben Leute im Chat bei Samira und als auch bei mir. Da wir ja zu zweit spielen, wir gucken ein bisschen natürlich in Chat rein und so weiter, aber seid nicht böse, wenn ich sofort dürfte auch gar nicht antworten, weil wir auch natürlich ein bisschen miteinander selbst kommunizieren müssen. Das ist sehr irritierend, wenn wir mit dem Chat reden und dann denkt der andere jeweils, oh, was, mit mir redest du oder mit dem Chat? Mhm. Das ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen nur sehr sporadische Chat-Antworten von uns. Bei also, mir haben sie gerade alle einen Rahmen drumherum. Das heißt, ich sehe. Alles Raider, ja, ja, genau. Alles, ja, ich sehe jetzt nicht die ganze Konversation. Wer einer was schreibt, ist schon die halbe Konversation weg. Aber danke, dass ihr da seid. Habt viel Spaß im Chat. Und seht uns das bitte nach, wie gesagt, ne? So. Ja. Rinder. Kommt auch viele Sequenzen und so, ne? Das ist ja. Richtig. Bisschen anders als Seven Days. Ja. Da kommen keine Sequenzen. Keine Story. Wissen wir doch. Ja, Kurin, aber ich sag's trotzdem nochmal. Wir müssen Elias erschlagen, hast du gehört? Ja, mach ich gerne. Sobald ihr ihn seht, müsst ihr ihn erschlagen. Ich schlage alles, was man so erschlagen kann. Ja. Sofern ich die Erlaubnis dafür habe. Kein Ding. Zack, zack, rüber ab. Mit der Peitsche. Kukini, welche Spiele spielst du denn so?
Kukini. Das erinnert mich vom Namen wie an einen Fuchs. Kukio, Kuki, wie heißt das Ding von Naruto? Ist damit ihr nicht richtig hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine dunkle Priesterin und so. Die haben halt eine Macke. Stirb! Echt? So, das ist tot. Oh. Gut gemacht, Lorat. Der kann ja sogar was, der Typ. Na, Aktboss, 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 Aktboss. Klingt wie Arktos. Na, ist kein Aktboss. Ist. Ja, ja, ich hab's verstanden. Beim ersten Mal schon. Nee, 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 nee. Ah, ja. Vergiss nicht, wir haben, nee, warte, ist, ach komm, ist 23 Uhr. Ja, ja, nee, ist richtig, hast richtig. Ist also, ab 80, ich kann sagen, was ich will. Ab 80 sogar, oha. 18. Hallo, liebe Omas und Opas. Ja. Oh, warte, zack da. Ja, das, aua, oh, das habe ich gehört, ja. Wie kann man das nicht hören? Jetzt Pfeilhagel, auf ihn. Was? Wo war, nicht, au, au, aua. Wo tot ist der? Dort will ich hin. Das war aber nicht doll jetzt. Nö. Achtung! Hä? Wieso? Idiot. Toll. Na, toll.